Diese Geschichte ist möglicherweise frei erfunden. Warnhinweise zur Epilepsie und so weiter und so fort. Ja. Focus Home Interactive. Kianit. Big Bad Wolf. Big Bad Wolf, Entschuldigung. The Council. So, drücke die linke Maustaste, um das Herrenhaus zu betreten. Aber wir spielen hoffentlich mit dem Controller, wenn das geht. Geht. So, Spielschaltfeld ist leer. Ich habe es noch nie gespielt. Ist ein Blind Let's Play. Okay. Beginnen. Frankreich, Paris. Das ist nicht nett. You're not getting anywhere with this von Borchert. You know, I kind of get the same feeling, my dear Sarah. Listen. Nothing. Not a sound. No one's coming to save you. That's what you think. The Golden Order knows exactly where we are. By the time your ridiculous secret society turns up, I'll be long gone. As for you, nothing will remain of your body. If you touch a single hair of my mother's head, I'll skin you alive. You know, Louis, I have no intention of beating your dear mother. There are more persuasive ways of making you talk. You've stolen something from me that I intend to get back. Where have you hidden it? Von Borchert, you can't sell that book on the black market anymore. This is finished. We know you're planning on selling it at one of Lord Mortimer's parties. All right? Just tell us who the buyer is and we can make a deal. You've no idea of the trouble you've gotten yourselves into. Oh, but you will tell me where it's hidden. I can promise you that. Stop annoying our host, Louis. Son, didn't what happened to you in Rome teach you anything? Just a few more minutes and my concoction will be ready. With this, your bodies will dissolve in less than 4 hours. You'll see. It loosens tongues in no time. You know, I have to admit, Mother, the only thing you've ever taught me is that damn motto of yours. Always remain rational and open. I got it. I've opened our shackles. Draw him over here. I'll take care of him. Von Borchert! Von Borchert! Hmm? Listen! Let's make a deal. I'll tell you where the book is if you let my mother go free. Oh, what are you playing at? Don't worry, Mother. You want to play the hero. Pity you're not in any position to do so. For the last time, where is Al-Azif? Let me do this. Trust me. Handeln, ihr Vertrauen. Und damit willkommen im Spiel. Handeln, ihr Vertrauen. Oh Gott, ey, jetzt schon zu Anfang so eine blöde Entscheidung. Wir handeln. Oh. Au. Oh. Alles klar, wir wurden gezeichnet. Aber wir haben es geschafft. For God's sake, Louis, I told you to let me do it. Let me see. You know, I was in control of the situation, Mother. Oh, tell that to your nose. It's because of this kind of reaction that I prefer to work alone. You ought to learn to trust me, Mother. Can't you be happy for once? We finally cracked the von Borchert case? He was just a middleman. He would have been more useful alive. How many times must I tell you? You must never put your life on the line for me.
Wie geil die gemacht sind, ne? More important than you can ever imagine. Aber warum? Right. Let's go now. Tja, lass uns mal gehen. Oh ja. Wir knallen jemanden ab, aber lass uns mal gehen. Ja. Das war so die kleine Vorgeschichte, oder was? Nimm dir regelmäßig deine Notizen zur Hand. Ja, wenn wir machen. Ein Monat später. 20. Januar 93, 1793. Lord Mortimers Insel. Vor der englischen Küste. Focus Home Interactive und Kianit präsentieren. Ein Spiel von Big Bad Wolf Studio. Well done, Mother. You just had to pick up Von Burchard's trail on your own, didn't you? You ditch me in Paris with no explanation, and off you go to infiltrate one of the world-renowned receptions of this Lord Mortimer, and now he writes me to say that you've gone missing on his private island? Which, by the way, looks more like a big rock than a paradise island. The Council. Episode 1. The Mad Ones. The least he could do is explain to me how he managed to lose you. In any case, it is time for you to stop all this, Mother. It no longer suits your age. Well, I'm sure I'll find you once again, slogging through the caves beneath the island, searching for some long-lost mystical object that you just can't live without. I'm already hating this trip, and all I've done is think about it. Contrary to what one may be able to imagine, it was not the host himself who invited me. Well now, Duchess, we find ourselves both invited by Sir Holm. Well, how very amusing. Perhaps we have some common interests, Your Eminence. Is this your first time at one of Lord Mortimer's legendary parties? Oh, no. We have been friends since long ago. But as I'm doing some business with Sir Holm, the invitation came from him. Well, I simply can't wait for all the festivities to begin. And you, good sir, what brings you here? So, was bringt mich hierher? Geschäftsbeziehung mit Lord Mortimer, persönliche Gründe. Ich würde sagen, persönliche Gründe. Your Eminence, with all due respect, I prefer to keep my reasons for coming here to myself. I promise, it has nothing to do with the legendary party that you all appear to be preparing for. I believe what you will, my son. However, everything is related to the legendary parties organized by our host. Yeah, I'll be the judge of that, Cardinal. Anyway, consider yourself fortunate, young man, because there are many who dream of simply one day setting foot on this island, and only a very few ever make it. Indeed, I imagine this must be your first time here. Ich würde das an die Heizung mal weiterleiten, wa? And you, Duchess? You seem to be quite accustomed to things here. Am I right? I do not think that one can ever get accustomed to what Lord Mortimer prepares for his guests. But you are right. This is not the first time I've been on this wharf. If you've come back again, I imagine you must find it to be of some interest. Here, everything is possible if you make the right choices. It really is up to you whether you leave better off or not. Please excuse me if you find me overly curious, young man. I did not mean to cause you any embarrassment. Come, Duchess. They are waiting for us. We're moving, Monsieur de Richet, if you would like to join us. I'm coming, Duchess. A cardinal? A duchess? I wonder if all the guests here are this prestigious. If I'd known, I would have gone for a better suit. Oh, was jetzt? Are you all right? Was ist denn jetzt los? Was zur Hölle? Mother?
Oh shit, your hand! Was? So? Okay, it's done. Did you put it in a safe place? Yes. I made sure no one was following me. Don't worry, Sarah, no one's going to find it. Are you absolutely sure? Yes, I'm sure. Right. Just one thing left to do. No, Mother! No! Don't! What? Have you lost your mind? There's no other way. If you kill me, you won't find it. That is the point, my dear. No one must ever put their hands on it again. No. But I trusted you. No, Sarah. Don't! No. No! You can run if you want to, Sarah. But you will pay. Alter, wie krank ist das Spiel? Geil! Herrlich! You. Louis, are you alright? What's going on? Here, take this. I'm sorry. Keep it. Are you better? I'm fine. Don't worry. It's getting late. Why don't you go on ahead and I'll catch up with you, okay? Are you sure? Yes! I'm sorry. I'm sure, yes. Fine. Das ist ja alles mysteriös hier. Meine Güte. Da haben wir, glaube ich, ordentlich was zu puzzeln. I definitely have to find Mother quickly. Am I going crazy or what? Okay, jetzt sind wir im Spiel. Um sich zu bewegen. Absolutely need to find you, Mother. Das ist natürlich schon. Okay, wir können uns hier ein bisschen umsehen. Wir müssen zum Herrenhaus gehen. Kann ich hier irgendwas mitnehmen? Eine Lampe oder sowas? Nein. Kann ich laufen? Irgendwie? Ah, ich kann laufen? Okay. Gut. Dann gehen wir mal zum Herrenhaus. Louis, during the trip, I had something I wanted to ask you, but we didn't happen to run into each other. Yes, Duchess? I'm not sure if you remember, but we've met before. At that time, you were of two minds as to your choice of career. Tell me, what have you been up to since? Okay, meine Klasse wählen. Okay. Also, wir haben hier Diplomat, Okkulist und Detektiv. Fertigkeiten beim Diplomaten sind Politik, Etikette, Sprachen, Überzeugungen, Ablenkung. Als versierter Redekünstler umschifft er alle Konversationsklippen und kann seine Gesprächspartner nach Belieben überreden, ohne sie vor den Kopf zu stoßen. Sein liebstes Feld ist das der Politik. Okay, dann haben wir noch den Okkulisten. Da haben wir Fertigkeiten Manipulation, Okkultismus, Belesenheit, Wissenschaft und Heimlichkeit. Der Okkulist ist ein Meister der Täuschung. Überzeugt davon, wie bedeutend Wissen ist, hat er sich umfassende Fachkompetenzen in allen Dingen angeeignet, die die Wissenschaft und Kunst betreffen. Es macht ihm nichts aus, andere Personen auszunutzen, um seine eigenen Ziele zu erreichen. Mit der Auswahl deiner Klasse legst du deine Hauptfertigkeiten fest. Die anderen Fertigkeiten stehen dir zwar ebenfalls zur Verfügung, aber um sie zu erlangen, musst du die Fertigkeitspunkte investieren. Okay, was haben wir hier noch? Jetzt haben wir noch den Detektiv. Fertigkeiten, Befragung, Aufmerksamkeit, Psychologie, Gewandtheit und Logik. Der Detektiv glänzt bei Nachforschung. Er ist geübt darin, selbst das kleinste Detail in seiner Umgebung und bei den Personen, die er befragt, zu entdecken. Als zupackender Typ hat er keine Scheu davor, die Dinge direkt anzugehen. Ja, schwer, weiß ich gar nicht. Können wir hier noch irgendwas anderes wählen? Was ist das hier? Also ich würde in der Tat den Detektiv nehmen. Okay, Stufe 1. 1750 Punkte bleiben uns noch bis Stufe 2. Was haben wir hier alles? Überzeugung. Du bist in der Lage, die Menschen mit deiner schieren Willenskraft und deiner Einstellung zu überzeugen. Stufe 0. Wird nicht beherrscht. So, was haben wir hier alles? Wir sind ja Detektiv.
Deinem wachsamen Auge entgeht selbst kleinste Details und selbst seltsam platzierte Elemente nicht. Okay. Logik, Gewandtheit, Psychologie, alle Stufe 1. Okay. Detektiv schaltet die folgenden Fertigkeiten frei. Befragung, Aufmerksamkeit, Logik, Psychologie und Gewandtheit. Du verfügst jetzt über 7 Konzentrationspunkte für deine Fertigkeiten. Aufgrund deiner Vergangenheit erhältst du 1 Punkt in Überzeugung. Aufgrund deiner Vergangenheit erhältst du 1 Punkt in Manipulation. Okay. Also wir haben jetzt, wenn ich das richtig sehe, 7 Punkte? Dann würde ich Logik nehmen. Gewandtheit. Okay. Also man kann also die Punkte auch entfernen. Okay. Okay, mehr haben wir nicht. Gut. Soll erstmal so bleiben, würde ich sagen. Well, Gegenstand zum Entfernen. Die Kunst der Menschen. Okay. Thieves that torture their victims with burning embers. Charming. How did you catch them? I told the most cowardly one that the others had given him up. Ah, and I wager your thief suddenly started to talk. You wouldn't believe it. He told us everything. The jobs, the stashes, the names of his partners. Couldn't shut him up. I heard about that case, but I didn't know you were the one who solved it. I'm flattered that the news made it across the channel. And you've got a darn good memory, Duchess. Well, they say I have the memory of 2 people. But please, call me Emily. Fine, Emily. Tell me, I was actually helped on that case by my mother. You wouldn't know her by any chance. Wait, Louis. We've already met. You do remember me, don't you? Nein, aber ich lüge sie besser an. Leider nein. Ich weiß nicht, war dieser Traum, war das, weiß ich nicht, also wir erinnern uns ja eigentlich an sie, aber ich lüge sie besser mal an. How could I forget a woman such as yourself? A woman such as me? What a sweet talker you are. Remind me of how we met? Upp. Fertigkeiten ermöglichen dir unter Einsatz von Konzentrationspunkten einzigartige Entscheidungen und Aktionen. Je höher dabei die Stufe der Fertigkeit ist, desto niedriger fallen die Konzentrationskosten aus. Du kannst deine Fertigkeit im Bereich Charakter im Menü finden. Okay. Okay, habe ich natürlich alles voll verkackt. Hoffentlich ist das richtig. Don't you remember? We bumped into each other at Mesmer's show in Paris. That fraudster had even bamboozled the Marquis of Lafayette. You too, apparently, because I've never been to see him. Ouch. Well, that didn't work. Das habe ich mir gedacht. Right, time to go to the manor. Hinweissuche. Deine Fertigkeiten erlauben dir, versteckte Details zu entdecken. Wähle sie am besten zur aktuellen Situation passende Stelle aus, um versteckte Details zu offenbaren. Alles klar. Bestätigen. I ask her a question. Hinweis doch erfolgreich. Is she playing with me? Jede Person, die du auf der Insel triffst, hat ihre eigene Persönlichkeit, wodurch sie gegenüber manchen Fertigkeiten anfällig wird, anderen gegenüber hingegen immun bleibt. Um deine Ziele zu erreichen, musst du die Persönlichkeit deiner Konversationspartner kennen. Wenn du eine Fertigkeit einsetzt, gegen die eine Immunität vorliegt, wirst du keinen Erfolg haben und zugleich in den Zustand erschöpft geraten. Nutzt du hingegen eine Schwäche mit der entsprechenden Fertigkeit aus, erhältst du 1 Konzentrationspunkt zurück. Okay. Emily, please excuse my insisting, but you still haven't answered about my mother. Do you know her? You'll see, Louis. Everybody here knows Sarah de Richet. I don't know where we're going like this, Emily, but you're connected to my mother one way or another. And if I can believe my vision, you don't have much of a place in her heart. Okay, Talente. Talente erhältst du, indem du bestimmte Aktionen durchführst. Sieh dir die Bedingungen und Effekte der einzelnen Talente einmal genauer an. Denn sie stellen interessante Verbesserungen dar. Okay. So, und dann sollen wir wieder zum Herrenhaus gehen.
Wir gucken uns natürlich noch ein bisschen um. Übrigens, sehr, sehr, sehr detailreich.